Herzlich willkommen zu einem Wissensmanagement-Thema, der diesmal etwas anderen Art. Es geht um das Thema Kreativität, unterstützende Arbeitsplatzgestaltung. Wir wissen ja alle, dass Kreativität und Mitarbeiterzufriedenheit auch von der Arbeitsumgebung abhängen. Und das Beispiel soll zeigen, dass es nicht gleich ein neuer Campus oder neues Gebäude sein muss, sondern dass man auch mit einfachen Einrichtungsgegenständen schon etliches erreichen kann. Das Beispiel hier soll jetzt mein neuer Mufu-Tee, der Flipper, sein, den ich auch sehr viel für den Wissensgarten einsetze oder auch für die eigene Arbeit. Der zehnte seiner Art sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie ein normaler Glastisch, zwar ganz schön, aber unspektakulär. Aber es steckt mehr dahinter, wie wir gleich sehen werden in den folgenden Minuten. Wir können also den Tisch ganz normal fürs Mindmapping verwenden, so ähnlich wie bei einem World Café, wobei wir natürlich entscheiden können, ob wir direkt auf das Papier malen oder ob wir auf dem Tisch entsprechend weitermalen, sodass wir also das Mindmapping auf dem Flipper auch komplett ohne Papier durchführen können. So, ein großer Vorteil davon ist, dass wir also nicht bloß schreiben können auf dem Board, sondern wir können auch dort, wo wir jetzt zum Beispiel schon weitere Materialien haben, die problemlos hier drauf festmachen, ohne langes Klebeband zu nutzen. Und haben zum Beispiel dann auch Projektideen oder Grafiken oder Dinge, die wir haben, die wir jetzt direkt mit auf dem Tisch befestigen können, um dann später daran weiterzuarbeiten oder auch das hochzuklappen in das Flipchart-Format. Was denn dann den Vorteil hier auf dem Tisch hat gegenüber einem normalen Flipchart, dass das rechtwinklig ist. Das heißt, wenn man da Fotos davon macht, lassen die sich besser entsprechend in Videos und Ähnliches einbauen als dieses schmale Hochkantformat vom Flipchart selber. So, auch andere Teilnehmer bei unseren Wissensgartenveranstaltungen können dann natürlich entsprechend, dann mache ich auf kein Papier drauf, sich die Mindmap direkt auf den Tisch erstellen oder sie können sich auch entsprechende Notizen direkt auf dem Tisch erstellen, also so wie man das vom World Café her kennt. Und da hat man eben die Möglichkeit, man sitzt entweder ganz normal so am Tisch in normaler Höhe oder man stellt den Tisch dann entsprechend um, zum Beispiel als Stehtisch oder auch als normale Flipchart-Option. Das ist etwas, wo ich auch bei World Cafés immer hinweise, dass auch die Teilnehmer sich selber immer komplett ihre Notizen machen sollen, während ein anderer redet, wenn sie gerade eine Idee haben, damit sie sich da gut erinnern können. Also nicht alles komplett immer auf dem Mindmap mitgeschalten und demzufolge mit den Ideen warten, bis sie an der Reihe sind, sondern auf jeden Fall sich die Notizen gleich hier machen, damit man sich daran erinnern kann. Wir können also diesen Tisch verwenden, ganz normal für die Wortkaffee-Nutzung, können nur und ohne Papiertischdecke mit normalen Whiteboard-Stiften. Wir können die Magnete auch hier schon zum Befestigen von Zetteln und ähnlichen mit nutzen. Und wir können auch relativ vieles andere darauf machen, wie jetzt mal hier diese Lego-Modelle darstellen sollten auf dem Bild. Das ist aber auch noch nicht ganz so spektakulär, dass man jetzt eine Mindmap sowohl auf dem Glas als auch auf Papier oder sowas auf dem Tisch sitzend machen kann. War es das denn jetzt für den Tisch? Nein, natürlich nicht. Jetzt geht's erstmal richtig los. So, das ist nun ein Modus, wo das Ganze als der Tisch als Flipchart aufgestellt ist und man im ganz normalen Flipchart-Modus damit arbeiten kann. Ich habe dann lieber meistens meine Magnete hier oben, um noch Dinge da dran zu heften und Karten mit anzubringen und so weiter. Man kann aber genauso gut sowohl auf dem Papier als auch hier jetzt auf dem Glastisch entsprechend das Ganze malen, aufzeichnen und kreativ in einem kleineren Team mit 4, 5 Leuten daran arbeiten, wie man das von einem Flipchart gewöhnt ist. Und hier sieht man auch, dass man es eben flexibel und platzsparend auch in kleineren Räumen dann dadurch einsetzen kann. Zum einen als Tischecke und zum anderen eben als Flipchart, um in der Gruppe davor zu arbeiten oder drumherum zu arbeiten. Das ist jetzt mal der Modus, wenn man es schräg gestellt hat, das kann man stufenlos in der Schräge verstellen, sodass das ist sehr günstig, wenn man alleine daran arbeitet, wie zum Beispiel hier, wenn man noch ergänzen möchte, dass die Winterling-Aktion natürlich was ist, was eher im April stattfindet, während die Frühjahr-Mitmacher-Aktion was ist für Oktober, obwohl sie eigentlich ansonsten sehr stark zusammenhängen, aber eben aufgrund des Pflanzenwachstums sich in zwei Aktionen unterteilt. Die schräge Variante ist halt die typische, wie man das von Schreibtischen, von Architekten her kennt. Aber auch wenn man selber alleine seine Mindmaps entwickelt und da kreativ dran arbeitet, ist diese Variante ganz günstig. Vor allen Dingen auch, wenn man hier unten schreiben möchte und oben schreiben möchte. Jeder, der schon mal in den Bereichen gearbeitet hat, zum Beispiel für Lebenswerkschemnitz oder ähnliches,
und dabei Ideen sammelt, kriegt natürlich häufig eine ganze Menge Ideen. Das Problem ist, das umzusetzen, aus den Ideen also wirkliche Mitmachprojekte zu machen. Und nicht nur eine Ideensammlung, die dann nie umgesetzt wird, weil man niemanden findet, die mitmachen. Und das ist eines der spannenden Themen auch, die mich häufig umtreiben. Wie kriege ich für schöne, innovative, wichtige Projekte, für ein lebenswertes Chemnitz auch Leute, die entsprechend mitmachen. Also ich wollte auch nochmal die letzte Variante als Stehtisch demonstrieren. Das kann man also alleine als Stehtisch verwenden zum Arbeiten oder auch in einer Gruppe, in dem Team, in dem Wissensgarten dann gemeinsam verwenden. Wir haben also gesehen, wir können das, den Flipper, sowohl als Word-Café-Tisch im Sitzen verwenden, wir können es als magnetisches Glas-Flipchart verwenden, aufgestellt, wir können es als Word-Café-Tisch stehend verwenden oder auch nur als Stehtisch-Arbeitsplatz für eine Person selber oder man kann es in dem schräggestellten Modus, im Architektenmodus einsetzen. Ich wollte nochmal zwei Bilder zeigen, wie die Höhenverstellung stufenlos funktioniert. Das ist quasi die oberste Stellung, die möglich ist. Das ist die unterste Stellung, die möglich ist. Dazwischen kann man sich alles einstellen, wenn man daran arbeiten möchte. Es gibt natürlich noch eine Ablageschublade hinten zum Rein- und Rausschieben, wo man die Stifte, Magneten und sowas alles speichern kann, was man für den Tisch verwenden möchte. Und hier auf dem Foto sieht man jetzt auch, wie diese Schrägstellung stufenlos von dem Tisch anhand dieser Kette oder mit dieser Kette erfolgt. Ich bin also recht stolz auf diesen Tisch, würde mir auch jederzeit wieder zulegen und habe jetzt den Vorteil, dass es noch eine handgefertigte Version ist, also auch noch von dem Peter Meyer direkt signiert und deswegen weiß ich auch genau, das ist der Flipper Number 10, der eingesetzt wird. Und ich kann nur sagen, also so macht kreative Arbeit eben tatsächlich noch mehr Spaß, seit er da ist. Und ich habe vor allen Dingen den verfügbaren Platz besser genutzt, weil ich nicht mehrere Möbel, mehrere Gegenstände dafür brauche, sondern ich kann meinen Tisch gleich als Flipchart und Kreativwand mitverwenden. Also ich hoffe, das war eine kleine Anregung, wie zum Beispiel durch so einen Multifunktionstisch ein Büro flexibler und kreativer werden kann. Und ich danke Ihnen fürs Zusehen.